Das war's von uns für heute. Morgen um 6 erwartet Sie hier meine Kollegin Andrea Fanname. Jetzt noch der Hinweis auf die Abendschau und Brandenburg aktuell. Unsere RBB-Nachrichtenmagazine sehen Sie um 19.30 Uhr. Jetzt freuen wir uns auf ZIP mit Madeleine und Harald und einer unglaublichen Schicksalsgeschichte. Ja, wahrhaftig. Guten Abend. Es ist die schreckliche Geschichte eines deutsch-amerikanischen Journalisten, der gefangen genommen wurde in Somalia und 2,5 Jahre in Geiselhaft saß. Er ist zum Glück aber unter abenteuerlichen Umständen wieder freigekommen. Und diese Geschichte, die wird er uns heute bei ZIP erzählen. Und er hat ein Buch geschrieben. Und Sie kennen das bestimmt auch. Sie stehen morgens auf, haben eigentlich ganz gut geschlafen und dann ist er da, der Nackenschmerz. Was man dagegen tun kann und wie Sie den wieder loswerden können, mit ganz einfachen Übungen, da lacht sie. Ich weiß auch jetzt gar nicht warum. Aber das haben wir heute bei uns im ZIP-Service. Oh, ich sticht's auch schon. Ja, soll ich dich massieren? Also bis gleich. Also Massage hilft schon mal. Kommt immer drauf an, wer. ZIP, Sie haben es gelesen, zu Hause in Berlin und Brandenburg. Das sind Sie, das sind wir, also sind wir ein Team. Das ist schon mal schön. Oder? Und schön ist auch, dass Sie, liebe Zuschauer, bei uns gelandet sind. Das ist unser Plan für Sie und für heute. Triathlon mit 75. Also die beiden Männer, die leben anscheinend im ewigen Frühling. Ja, wer hätte den ewigen Frühling nicht wirklich das ganze Jahr hindurch? Frühling ist ja dann doch die schönste Jahreszeit. Findet außer Madeleine und mir auch unsere Reporterin Katrin Hampel. Und sie hat so ihre Vorahnungen. Also diese vorsichtigen Liegestütze am Geländer, das schaffe ich. Ohne Probleme. Ja? Ja. Sah trotzdem hektisch aus. Aber was ganz anderes. Passt ja eigentlich genau ins frühlingshafte Bild hier. Was denken Sie, ist das? Ein Spielplatz. Ja, was denn sonst? Also ein Pankow wäre jetzt mit der richtigen Antwort vielleicht ein bisschen schneller als die meisten von Ihnen gewesen. Denn solche Spielplatzwüsten hat der oft vor der Nase. Pfiffig die Spandauer, ne? Gute Idee, also wirklich nachmachen. Vielleicht sind die nachher auch beim Quiz mit dabei. Werden wir mal schauen. Liebe Zuschauer, heute mal zum Aufwärmen. So eine kleine Frage vor der eigentlichen Frage. Wissen Sie, mit welchem Song die Gruppe ABBA 1974 den Eurovision Song Contest gewonnen hat, ne? Ich sag's nicht. Na, sag's doch. Waterloo. Ja, bitteschön. Hosen raus und die Plateauschuhe und setzen sich zu Hause. Alles noch da, ne? Ja. Jetzt kommen die Fakten für Sie. Also es geht um 2 Tickets für den 6. März, 20 Uhr in der Verti Music Hall Berlin. So, und den letzten Fakt, den sehen Sie hier unten schon. 08 82 82 02 ist Ihre Nummer, um sich zu bewerben für das Quiz nachher. Wir freuen uns schon. Mhm. So, und jetzt was ganz anderes. Wir lassen diesen Mann hier mal zu Wort kommen. Vielen Dank, Jonas, vom Meeting K.O. durch die Kugeln. Witziger Titel hier in Potsdam. Ja, und jetzt geht's bei uns weiter mit K.O. durch Spielerpech im Quiz. Ach, Mama mia. Was ist denn los? Ja, nix. War jetzt eigentlich nur so ein Hinweis auf Ihren Preis, für den Fall, dass Sie gewinnen. Das ist doch mal eine Frage. Ne? Wie viele UKW-Sender gibt es momentan in Deutschland? Und ich wollte von Ihnen übrigens wissen, warum Sie nähen können, ob Sie nähen können, weil ich dachte, dann könnten Sie sich auf die Schnelle ein paar Schlaghosen nähen. Aber die Frage ist ja eine andere. Ja, die ist eine andere und wir sind in Potsdam, wir bleiben in Potsdam, denn hier wohnt Frank und Sie sind als Erster dran. Ich würde sagen 70. Okay, 70, nehmen wir erstmal. Ramona, gehen Sie drunter oder drüber? In ganz Deutschland? Ich gehe drüber und sage 71. 71, das ist echt mutig. Echt mutig. Wow. Aber und so Mut wird halt 450. Öfter mal belohnt. 450 sind es. Ramona, herzlichen Glückwunsch. Ja. Damit gehen die Tickets nach Jüterbock und wir können einfach nur sagen, viel Spaß bei ABBA mitsingen, Schlaghosen tragen. Das wird ein Dankeschön. Fest. Und Frank, danke fürs Mitspielen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Ramona. Prima. Danke Ihnen beiden. Viel Spaß noch heute Abend. Tschüss. Das sind mal Dialoge. Ah, wenn Sie jetzt sagen, ach, da war was für mich dabei, dann ab ins Kino. Schöner Gedanke übrigens, denn die Kinozukunft sieht echt gigantisch aus. Ja, und Babelsberg liegt in der Hinsicht wirklich ganz weit vorn. Denn weltweit gibt es nur eine Handvoll Studios, die mit der bahnbrechenden Hologrammtechnik ausgestattet sind. Und die Studios Babelsberg, die haben Sie bereits. Hier entsteht Ihr Kinoerlebnis der Zukunft und wir haben uns das für Sie heute genau angesehen. Und wir heißen Sie sehr herzlich bei uns. Willkommen. Vielen Guten Dank. Abend. Guten Abend. Sie waren in Somalia, um Hintergrundinformationen zum Thema Piraterie zu sammeln. Genau. Das hat Sie sehr interessiert damals. Was ist am Tag
Ihrer Entführung genau passiert? Ich bin von dem Flughafen gefahren. Also wir waren schon 10 Tage in Somalia und mein Kollege ist weggeflogen. Danach sind wir wieder in die Stadt Galkayo gefahren und unterwegs wartete so ein Kriegswagen auf uns. Die sind ein bisschen üblich wegen des Zivilkriegs in Somalia. Yeah. Aber da kamen so 1 Dutzend Männer mit Kalaschnikows von dem Wagen und haben meine Seite des Autos aufgemacht und mich aus dem Auto gerissen. Haben Sie aus dem Auto gerissen und in das Auto gesetzt und dann ging es weiter? In ein anderes Auto. In ein anderes Auto, genau. Ging es weiter. Was ist, also ich stelle es mir einfach so unvorstellbar vor, wenn so etwas passiert. Mhm. Gut, dass man theoretisch darauf vorbereitet ist, aber wenn es praktisch passiert, ist es ja noch etwas anderes. Was ging in Ihnen in dem Moment vor? Wussten Sie schon? Ja, worauf das hinausläuft? Also ich wusste schon, dass es gefährlich war und dann sahen wir eigentlich den Kriegswagen und dann gab es so einen Moment, ich war unsicher und dann haben sie los in die Luft geschossen und dann war es mir verdammt klar. Ich dachte zum Ersten, als erstes an meine Familie. Also ich wusste schon, dass das schwer auch für meine Familie und meine Freunde in Berlin und auch in Amerika sein wird. Über diese Zeit, vom Beginn dieses Tages, als Sie entführt wurden, bis zum Ende sind 2,5 Jahre in etwa vergangen. Eine Zeit, die so unvorstellbar ist. Wir haben uns auch in der Redaktion darüber unterhalten. 2,5 Jahre, Wahnsinn. Ja. An welchen Plätzen waren Sie? Sie waren ja nicht nur in einem, ich sag mal, Bunker oder einem Gefängnis, sondern es wurde mehrmals der Ort mit Ihnen gewechselt. Ja. Genau, an dem ersten Tag bin ich mit 2 anderen Geiseln zusammengekommen und ich habe den ersten Monaten mit einem bestimmten Geisel verbracht. Und der kein Deutscher war? Nee, aus den Seychellen. Ja. Eigentlich ein afrikanischer Fischermann. Und der hat gemeint, bis du angekommen bist, haben wir nie so viel rumgereist, als wir das jetzt machen. Ja. Und in den ersten Monaten waren das hauptsächlich im Busch. Und dann sind wir tatsächlich auf ein Thunfischboot getan, was auch von Piraten auf hoher See gekapert wurde. Wir schauen uns jetzt noch mal an, mehr über Ihre Geschichte und Details, wer Sie sind und was damals passierte. Okay. Wenn man Michael spürt, die Zeit vergeht, nichts tut sich, es kommen immer wieder die Morddrohungen, die eigenen Regierungen scheinen sich nicht zu rühren, es wurde schon diese unglaubliche Hoffnungslosigkeit beschrieben. Wie haben Sie das durchgehalten? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, das war schon ein Druck. Also jeden Tag mit solchen Angst und auch solchen Wut zu leben. Am Ende kam ich zu dem Punkt, wo ich den Wachmännern wenigstens eigentlich vergeben konnte. Und schon nur, in der Zeit? Ja, in der Zeit, aber nach 2 Jahren. Also das dauert eine Weile. Und das hat den Druck ein bisschen erleichtert. Also bis dann wollte ich mich eigentlich umbringen. Ja. Sie haben also daran gedacht, hätten Sie überhaupt die Chance gehabt? Ja, auf jeden Fall. Auch die Chance, die Wachmänner zu schießen. Also, und solchen Gedanken sind jeden Tag durch meinen Kopf gegangen. Und ich dachte, okay, ich kann vielleicht einen Kalaschnikow fangen. Aber Sie haben es nicht gemacht, warum? Also auch die Wachmänner zu schießen wäre dann Selbstmord. Also dann war die Frage, soll ich das machen oder nicht? Irgendwann ist man wahrscheinlich, ist das Gehirn so leer oder so strapaziert, dass man vielleicht droht, auch verrückt zu werden, durchzudrehen. Ja, klar. Hatten Sie Beschäftigung? Worauf haben Sie Ihre Gedanken fokussiert? Ab und zu konnte ich schreiben und das hat sehr geholfen. Mit Papier und Stift, dann ging der Tag ein bisschen schneller. Also so eine Art Tagebuch? Waren das so die Basisdaten für Ihr Buch? Also am Anfang natürlich wollte ich ein Tagebuch schreiben, aber die haben das weggeklaut. Mhm. Und dann habe ich zum zweiten Mal versucht auf dem Schiff. Das haben die auch weggenommen. Und dann am Ende habe ich was anderes geschrieben, eigentlich einen Roman angefangen. Michael, man hört immer von anderen Geiseln, dass dann so eine Art Verhältnis entsteht irgendwann zwischen dem
zwischen den Geiseln und dem Geiselnehmer. So eine Art, naja, man muss sich ja irgendwie arrangieren. Mhm. Man klebt ja aufeinander all die Zeit. War das bei Ihnen auch so? Ja, also bei manchen, nicht bei allen, aber vielleicht die Hälfte der Wachmannschaft, konnte ich irgendwie klarkommen. Also die hatten ein bisschen Englisch, ich hatte ein bisschen Somali und wir konnten ja ab und zu unterhalten. Sie schreiben, Sie waren so eine Art Yoga-Lehrer für die? Das auch, ja. Also Yoga hat auch geholfen, wenn ich das machen konnte. Ich hatte eine Matte, nach der Zeit auf dem Schiff hatte ich eine Matte und ich wollte das für mich allein machen, aber die Somalis haben das natürlich sehr komisch gefunden und dann kamen sie rein und sie haben das nachgemacht und nach ein paar Tagen war es mir klar, dass ein paar eigentlich das Exercise mit mir machen wollten. Es ist verrückt, ne? Es klingt wie ein Feriencamp und nicht wie diese schreckliche Zeit, die Sie als Geisel erleben mussten. Wir schauen uns noch einen Ausschnitt aus dem Entführungsvideo an. Man spürt die Angst und man spürt auch die Verzweiflung. Man spürt auch, dass Sie nichts Falsches sagen wollen in dem Moment, weil ja klar war, für wen war es bestimmt und von wem ist es gesendet. Ich bin ganz erstaunt, weil ich Sie so als gelöst und heiteren Menschen, kann man fast sagen, jetzt hier so erlebe. Wie ist das, wenn Sie diese Bilder von damals sehen? Ja, mittlerweile geht es mir besser, vielen Dank. Aber das ist jetzt über vier Jahre her. Mhm. Ja. Und ich habe die Zeit genommen, ein richtiges Buch zu schreiben. Die Bilder kenne ich. Ist also das der Michael, der Sie heute noch sind? Oder ist der da? Da ist Ihnen fremd? Mittlerweile bin ich schon verändert. Ja. Aber das ist ein Teil meines Lebens. Mhm. Also die Bilder kenne ich und die Geschichte kenne ich. Ja. Da standen natürlich ganz eindeutige, klare Geldforderungen im Vordergrund der Geiselnehmer. Und zwar ging es um 20 Millionen Dollar, die gezahlt werden sollten. Ja. Von beiden Regierungen, der deutschen und der amerikanischen, kam da nichts. Mhm. Mhm. Ihre Mutter hat sich da sehr eingesetzt. Genau, ja. Das heißt, wie hat sie mit den Geiselnehmern überhaupt kommunizieren können? Wir mussten am Anfang anrufen. Die Piraten haben mir einfach ein Telefon gegeben und sagten, ja, ruf jemanden an. Ich habe die einzige Nummer benutzt, die ich noch kannte. Also meine Notizen waren weg. Ich habe also in Kalifornien angerufen. Und sie hat danach war sie immer auf dem Apparat mit den Piraten. Sie hatten keine andere Telefonnummer anzurufen. Sie hat es geschafft, in diesen Telefonaten die Summe zu drücken von 20 auf 1,6 Millionen. Genau. Wer hat die letztlich für sie gezahlt? Meine Mutter hat das organisiert unter Freunden und Verwandtschaft und natürlich unter Firmen, wofür ich gearbeitet habe. Und daraufhin wurden sie dann auch wirklich freigelassen. Genau. Sie sind jetzt in den Staaten unterwegs für eine Organisation, die sich einsetzt für Geiseln. Genau. Das ist wahrscheinlich eine direkte Folge von Ihren eigenen Erfahrungen. Direkt, natürlich. Ja, das heißt eine Hostage US und wir helfen Familien, die irgendjemand in Geiselhaft haben. Das ist natürlich eine verblüffende Zeit und die Familien brauchen ein bisschen Unterstützung. Wenn Sie, liebe Zuschauer, all das noch mal im Detail erfahren wollen, was Michael Scott Moore erlebt hat, wir können Ihnen dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Und am 14. Februar können Sie direkt dabei sein, wenn Michael liest, in der Buchbox in der Kastanienallee im Prenzlauer Berg. Morgen Abend. Ganz vielen Dank, dass Sie bei uns waren und darüber gesprochen haben. Alles klar. Dankeschön. Und alles Gute. Dankeschön. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den ZIP-Tipps. Das stimmt. Und jetzt wissen wir es alle. Morgen ist Valentinstag. Ja, und du musst mir auch keinen Heiratsantrag machen. Ich bin schon bereit. Aber ich habe da was für dich. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Wahrscheinlich wegen. Ach, was ist das? Sind die etwa voll? Na toll. Ich packe jetzt aus. Ach nee, morgen erst. Mhm. Und du schenkst Nadine dann noch einen höheren Turm morgen. Bitte, genau, ne? Genau. Weil morgen ist Nadine hier. Also dann machen Sie es gut. Sei vorsichtig. Ach, wie süß. Unten ist das kleinste Geschenk drin und oben das größte.